Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge sind wir hier Richtung Minmus geflogen. Ihr seht schon, wir sind hier schön im Umfeld. Und ihr seht hinter mir keinen Hintergrund mehr. Ich habe einen Greenscreen mittlerweile, einen Elgato Greenscreen. Und ich teste den jetzt gerade mal für die neue Wohnung. Hier ist ein bisschen schwer zu positionieren wegen dem Vogelweg, denn das bedeutet, ich habe jetzt sehr wenig Platz, um den zu platzieren. Jetzt steht er ganz schräg, deswegen ist der Bildausschnitt ein bisschen blöd. Aber ich muss ihn testen, ich will ihn auch in Videos testen und euch mal zeigen. Deswegen seht ihr jetzt meine Hand ist nicht, wenn ich hier rein und raus fahre. Ich will das mal testen, wie man den am besten platziert, wie er aussieht und wo man hinsetzen am besten. Ne? Aber lang geredet, wir müssen jetzt uns auf eine Landung vorbereiten. Die wird dieses Quartal noch durchführen. Bedeutet, ich muss jetzt hier alles adjustieren. Das wird interessant. So. Minus bewegt sich relativ flott. So, das sollte aber passen. Jetzt adjustieren wir mal das Schiff. Was interessant wird, wie wir am besten vorgehen dann mit der Landung. Weil, wenn kurz davor müssen wir da die Stage abdocken, weil die sonst auf irgendwas kracht in der Nähe. Oder die muss davor gekappelt werden. Das wird noch ein sehr interessantes System. Genauso wie dieser Greenscreen. Ich sehe ja, oben immer im Bildschirm, das seht ihr jetzt nicht, sehe ich eine Anzeige. Wie viele Minuten ich aufnehme, wie viel FPS das Spiel gerade hat und auch mein Bild selber. Bedeutet, ich kann mich selber kontrollieren, ob ich noch im Bild bin oder nicht. Und ich sehe mich da halt mit diesem Hochkantbild, was ich aufnehme. Sehe bloß, wie meine Hand rein und raus geht. Das ist sehr, sehr weird. So, wir werden ein bisschen näher an unseren Flugpunkt gehen. Hier können wir nur noch vorspulen. Ich hoffe mal, dass das alles nach Plan läuft. Weil wenn nicht, hätten wir ein Problem. Und ich würde jetzt gerne auch für Minmus vor allem ein neues Flugsystem endlich mal auschecken. Damit wir da ein bisschen in die Nähe kommen. Was ist jetzt? Lassen wir das mal so. Decoupling. Oder soll ich mich hier decoupeln? Lol. Ah, stimmt, das kann sich ja weiterschieben. Ich hätte aber gerne, dass wir jetzt wechseln auf dich hier. Wir machen hier nochmal ein neues Manöver. Adjustieren die Flugbahn. Und adjustieren das hier, so. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen. Oh fuck, ja jetzt. Mal schauen, dass hier mit zum Beispiel einen zu hohen Schub. Müssen wir das ein bisschen anpassen. Immer noch zu hoch, oder wir sind 94 mal 84 mal 75 gleichert sich gut an. So, okay.
Oh lol, wir trinken. Das ist echt uncool jetzt, aber okay. Da hätte ich irgendwie anders noch ein Teil einbauen, oder ich hätte es hochkant stellen müssen und ein manövrieren. Das wäre gleich schlau gewesen, aber man lernt so auch für die Zukunft. Man lernt so für die Zukunft. Das ist interessant. Was passiert hier? What the fuck? Okay, so war das nicht geplant, aber okay. Kann auch nicht mehr steuern, das hat auch keine Kontrolle mehr. Fuck, Mann! Adjustier dich! Adjustier dich! Vielleicht können die Beine irgendwas ausrichten. Oh, mir fehlt ein Teil Beine. Geil! Ich habe Beine verloren. Fuck! Ungut. Oder wir können die Mission eh schon als... Oh, fuck. Zum Glück haben wir kein Personal mitgenommen. Das können wir schon mal als Vorteil nennen. Irgendwo fliegt noch was rum, was gleich auf dem Boden irgendwo kracht wahrscheinlich. Mann, ey. Wie war das? Das funktioniert ganz einfach. Nee. Funktioniert nicht einfach. Das nächste Teil ist auf den Boden gefallen. Ist halt schwer zu assistieren, sowas. Deswegen eigentlich, wenn ein Kran. Ich müsste jetzt den Landekran bauen, ne? Wir haben einige schlauer. Bauen wir erst den Landekran, oder? Das wird unangenehm. Bitte, komm schon. Irgendwas haben wir verloren. Ich weiß nicht was, aber es hat gehalten trotzdem. Lol.
Also langsam glaube ich ja irgendwie nicht dran, dass die uns umbringen. Kann ich bitte mal kaputt gehen? Ich lower the staircase. Ach scheiße, ist extra so gebaut, dass du das so runterkriegst. Oder die Platten können da schon hin. Weil ich letztes Mal mich gewundert habe, ob ich die Platten da dran setzen soll oder an das Fahrzeug. Aber ich glaube schon, dass die da dran können. Damit du auch tief genug sitzt. Gegen Rotation, komm schon. Alter. Komm schon, nope. Alter. Wenn wir die noch recovern können, ne, dann. Dann fresse ich einen Besen. Nope, oh fuck. Adjustier dich aus, adjustier dich aus. Yes, 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 yes. Jetzt langsam, 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 jetzt. Yes. Bitte. Alter, das ist nervenzerreißend. Das ist echt die nervenzerreißendste Landung seit Ewigkeiten. Ich hätte vielleicht. Retract. Retract. Oh mein Gott, steht sie? Sie steht fast. Wir stehen. Holy crap. Wir stehen echt, ich glaub's ja nicht. What the fuck, das ist ja der Wahnsinn. Also das ist jetzt... What? Nervenzerreißend kann man das nicht nennen. Das war nicht nur nervenzerreißend, das war... einfach komplett wrecking. Die Staircase können wir wieder einfahren. Das hat aber gut geholfen beim Bremsen. Ich habe irgendwie das Gefühl, Staircase hält uns jetzt auch gerade so ein bisschen, weil jetzt rutschen wir wieder. Fahr nochmal die Staircase aus, bitte. Da wäre sogar ein Minimusstein zum Untersuchen. Lol. Aber Leute, ich würde sagen, das war nervenzerreißend genug für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.